Mit dem Talisman hat Renault 2016 neue Eleganz in die Mittelklasse gebracht. Gerade sein auffälliges, neuartiges Design macht ihn auf der Straße zum Hingucker. Es gibt den schicken Franzosen als Limousine und als Kombiversion. Unter den Karosserieformen gehören Kombimodelle ja zu den alten Hasen. Wer deshalb aber denkt, die Geschichte sei auserzählt, der irrt. Wir testen heute den Renault Talisman Grand Tour und der hat nicht nur optisch einiges zu bieten, sondern auch technisch echt eine Überraschung an Bord. Zwei Turbobenziner und drei Turbodiesel stehen für den Talisman zur Wahl. Unser Testwagen ist mit dem Top-Diesel mit 118 kW ausgestattet. In 9,8 Sekunden beschleunigt der Kombi von 0 auf 100. Schluss mit Vortrieb ist bei 213 Stundenkilometer. Bereits bei 1750 Umdrehungen erreicht der Motor mit zwei unterschiedlich großen Turboladern sein maximales Drehmoment von 380 Newtonmetern. Das Schalten übernimmt ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Auffallend ist die große Wendigkeit des fast 4,90 Meter langen Kombis. Das technische Highlight des Fahrzeugs ist die dynamische Allradlenkung. Bei Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h schlagen die hinteren Räder gegenläufig ein. Das sorgt in Kurven für mehr Dynamik und man merkt das auch bei Wendemanövern. Und man kann das auch sehen. 4Control nennt sich das System, bei dem die hinteren Räder um maximal 3,5 Grad in die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen werden können. Das macht sich beim Wendekreis bemerkbar. Mit 4Control schrumpft er um 80 cm im Durchmesser auf 11,30 m. Deutlich tritt dabei die Lauffläche des hinteren Reifens aus dem Radhaus hervor. Hier zum Vergleich der Moment, wo der Wagen wieder in den Geradeauslauf übergeht. Das Außendesign des Talisman ist von fließenden und parallel laufenden Linien geprägt. Das Tagfahrlicht zieht sich weit aus den Scheinwerfern heraus bis zu den Stoßfängern. Eine lange Motorhaube, plastisch gewölbte Flächen an den Türen und in Chrom gefasste Seitenfenster strecken den Wagen optisch. Wie edle Designerstücke wirken die 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Auch am Heck nimmt das Lichtdesign einen großen Raum ein und betont die Breite des Fahrzeugs. Hier am Heck bilden die Rückleuchten wirklich ein wahres Highlight. Hier hat Renault mit Licht gespielt und zieht quasi das Licht in der Mitte fast zusammen. Das kennen wir im Moment nur von sportlichen Modellen wie dem Audi TT oder dem Porsche 911er. Per Knopfdruck lässt sich die Heckklappe zum geräumigen Gepäckabteil öffnen. Schön, aber beim Beladen leider unpraktisch ist der breite, lackierte und ungeschützte Bereich auf der Stoßstange. Pfiffige Details und eine moderne Gestaltung sind die Stärken innen. Auch der Innenraum des Talisman gefällt mir sehr gut. Hier fällt vor allem das senkrecht angeordnete große Display auf, was eine Vielzahl an Knöpfen ersetzt. Unter den Knöpfen ist dieser hier ein Blickfang. Da ist ein Blümchen zu sehen mit 5 Blättern. Und jedes dieser Blätter steht für einen Fahrmodus. Wenn ich hier drücke, dann ändert sich die Lichtstimmung und die Einstellung des Fahrzeug-Setups. Und einen dieser Modi kann man komplett nach eigenen Wünschen definieren. Bereits ab der Basisausstattung gehört das Multi-Sense-System mit seinen adaptiven Fahrwerksabstimmungen und weiteren Einstellmöglichkeiten zur Serie. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen mit sogenannter Ambiente-Beleuchtung wirken die Farben hier sehr intensiv, lassen sich in ihrer Intensität aber auch runterregeln. Dem fast schon verspielt wirkenden bunten Licht steht die klare Strukturierung des Innenraums entgegen. Die verwendeten Materialien wirken sehr hochwertig und fassen sich angenehm an.
Das Design des Talisman Grand Tour hat mich total angesprochen. Aber nicht nur optisch hat er mir gefallen, sondern auch seine Wendigkeit. Da hat er mich ehrlich gesagt überrascht. Mit 4,86 Meter hätte ich ihm das gar nicht zugetraut. Leider ist das dynamische Allrad-Lenksystem 4Control in unserer Ausstattung nicht Serie gewesen, sondern kostet im Paket 1.700 Euro extra. In Verbindung mit der Rückfahrkamera lohnt sich das aber, denn im Alltag macht es das Handling mit dem Fahrzeug erheblich einfacher. Das Zweier-Coupé von BMW darf sich mit vielen sogenannten Marktbegleitern herumschlagen. Jede Menge Audis und Daimlers sind ebenfalls kompakt und haben rund 200 PS. Der 230i hat sogar 252 Pferde und einen 2-Liter-Vierzylinder-Turbomotor. Die Frage ist nun, ist der BMW der Jäger oder der Gejagte? Der Konkurrent Mercedes A250 Sport bietet 25 kW weniger Leistung bei einem über 2.500 Euro teureren Einstiegspreis. Ein Audi TT Coupé kommt auf 16 kW heran, kostet aber 500 Euro weniger als der Zweier. Das Zweier-Coupé gibt es bereits seit 2014, den von uns getesteten 230i jedoch erst seit vergangenem Jahr. In 5,6 Sekunden beschleunigt das Coupé von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer. Äußerlich, wen wundert's, sieht das Zweier-Coupé aus wie ein kleiner Vierer, nur eben weniger flach und breit. Im Motorraum ist fast alles mit Kunststoff verkleidet. Die Sicht auf das Aggregat und seine Bestandteile wird versperrt. Aber es sieht zumindest aufgeräumt aus. Lange Motorhaube, kurzes Heck. Der Zweier trägt die Bezeichnung Coupé zurecht. Mit diesem Charme kann die A-Klasse nicht punkten. Und auch beim TT sind diese Charakteristika nicht so ausgeprägt. Die Heckleuchten erinnern mit ihrer Formgebung an die des X6. Im Innenraum gibt es nichts zu meckern. Alles ist da, wo es hingehört und natürlich sauber und hochwertig verarbeitet. Aber das können die Konkurrenten aus Ingolstadt und Stuttgart genauso gut. Staubanfällige Hochglanzflächen finden sich heutzutage in den meisten Autos. Die Schaltautomatik Steptronic kostet 2.100 Euro extra. Das Zweier-Coupé soll an eine Ikone erinnern, den 2002 Turbo. Das zweitürige Coupé forderte Anfang der 70er Jahre sogar den 11er Porsche heraus. Guter Plan, aber schlechtes Timing, denn die Ölkrise machte Spritfressern den Gar aus. Der aktuelle Zweier hat ein fahrerorientiertes Cockpit, ist straff gefedert, aber durchaus langstreckentauglich. Und auf die Rücksitzbank passen sogar zwei Erwachsene. Unser Testwagen ist mit dem M-Sport-Paket ausgestattet. Es beinhaltet unter anderem ein M-Sport-Fahrwerk, Aerodynamik-Paket und Lederlenkrad sowie Sportsitze für Fahrer und Beifahrer. Der Preis 3.600 Euro extra. Diese Art Zusatzsportlichkeit ist bei Mercedes A250 Sport bereits im Grundpreis enthalten, womit beide preislich nah beisammen sind. Beim TT gibt es ein S-Line-Sportpaket, mit dem er auch preislich zu den anderen aufschließt. Somit liegen alle im Bereich über 40.000 Euro und sind definitiv keine Schnäppchen. Aber man bekommt auch einiges an Leistung und Komfort für sein Geld. Wer nicht so viel Leistung braucht oder möchte, trotzdem aber nicht auf die Coupé-Proportionen des Zweier verzichten will, kann sich den Einstiegsbenziner mit 100 kW zulegen. Der Grundpreis hier etwas über 28.000 Euro. In 5 Sekunden von 0 auf 100 und mehr Kofferraum als ein Golf. Der 230i ist eine Fahrmaschine mit Nutzwert. Der größte Unterschied zu den GTIs dieser Welt ist der Heckantrieb. Und für viele ist das die Garantie für noch mehr Fahrspaß. Heckantrieb haben die Mercedes A-Klasse und der Audi TT nicht zu bieten. So könnte man insgesamt sagen, in seiner Klasse ist das Zweier-Coupé von BMW der Jäger, nicht der Gejagte.
Die fünfte Generation des Seat Ibiza feiert in Barcelona ihre Weltpremiere. Der Ibiza ist das Volumenmodell der spanischen Marke aus dem VW-Konzern. Weltweit wurden bislang 5,4 Millionen Ibiza verkauft, davon allein 600.000 auf dem deutschen Markt. Der Ibiza ist das erste Auto auf der MQB A0-Plattform. Schon bald soll auch der VW Polo und der Audi A1 auf dieser Plattform aufbauen. Bei einer Weltpremiere in Berlin feiert das neue Opel-Crossover-Modell Crossland X sein Debüt vor internationalem Publikum. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,21 Meter ist der Crossland X 16 cm kürzer als ein Opel Astra und zugleich 10 cm höher. Markenzeichen des Neuen sind sein freches, zweifarbiges Design und sein lässiger SUV-Look. Anders als das SUV Mokka X, das mit Allradantrieb auch ins Gelände kann, ist der Crossland X für die Stadt gedacht. Neulich habe ich überlegt, was das perfekte Alltagsauto denn für mich haben müsste. Und daraus entstanden sind fünf Faktoren, die für mich sehr wichtig sind. Erstens der Wohlfühlfaktor. Also ich muss mich in das Auto hineinsetzen und mich direkt heimisch fühlen und es auch direkt verstehen können. Die Übersichtlichkeit. Also beim Einparken habe ich meistens nicht viel Platz in der Großstadt und da brauche ich ein Auto, das ich gut einsehen kann. Drittens das Raumangebot, weil ich einfach Platz für mindestens 5 Personen brauche. Viertens, der Wagen muss sparsam sein, denn ich kann mir nicht leisten, wenn ich so viele Kilometer pro Tag fahre, ein Auto zu haben, das viel schluckt. Und fünftens, ein flotter Motor. Also ich brauche jetzt keinen Rennwagen, aber ein bisschen was an PS sollte er schon leisten. Und ich glaube, ich kenne sogar ein Fahrzeug, was diese Kriterien erfüllen könnte. Der Mazda 2 ist ein flottes, kleines Auto. Wie gemacht für Menschen, die in urbanen Gegenden wohnen. Und flott ist er nicht ohne Grund. Dank dem 1,5 Liter Dieselmotor besitzt der Mini-Japaner ein Drehmoment von 220 Newtonmetern. Weiterhin zeichnet sich das Auto durch seine Sparsamkeit aus. Gerade einmal 3,4 Liter soll der Mazda kombiniert verbrauchen. Unser Testwagen kostet mit der Exclusive Line und weiteren Sonderausstattungen wie LED-Scheinwerfern rund 21.000 Euro. Zu Punkt 1, dem Wohlfühlfaktor, muss ich gestehen, ich habe hier Platz genommen und mich sofort heimisch gefühlt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil ich selber ein Mazda 2 fahre. Aber dazu sind alle Bedienelemente in Reichweite. Das heißt, ich habe das Auto sofort verstanden. Dank 6 Gängen kann man auch bei hohen Geschwindigkeiten mit niedriger Drehzahl komfortabel unterwegs sein. Für Kleinwagen eher eine Seltenheit. Kommen wir zum Punkt 2, der Übersichtlichkeit. Dafür werde ich mir jetzt hier einen Parkplatz suchen und schauen, wie übersichtlich er dann wirklich ist. Und mit den hinteren Parksensoren, die allerdings nur gegen Aufpreis erhältlich sind, dürfte das Einparken nicht schwerfallen. Das für 650 Euro erhältliche Touring-Paket enthält außerdem einen Licht- und Regensensor sowie eine Sitzheizung für den Fahrer und Beifahrer. Die Parksensoren sind sehr hilfreich für mich, denn ohne sie wäre das Auto definitiv nach hinten sehr unübersichtlich durch die breiten C-Säulen. Die Parkplatzsuche dürfte sich aber aufgrund der geringen Länge von rund 4 Metern nicht allzu schwierig gestalten. Der Hersteller selbst bezeichnet das Fahrzeug als klein, aber oho. Motoren von Mazda sollen nicht ohne Grund so sparsam sein. Mehr Leistung bei weniger Verbrauch, das soll die Sky-Active-Technologie ermöglichen. Ihr Geheimnis ist ein höheres Verdichtungsverhältnis. Normalerweise würde dies zu Klopfen führen. Durch einen hohen Anteil kühler Frischluft läuft der Motor beim Mazda aber völlig rund.
Im Innenraum befindet sich alles in Reichweite. Das Multifunktionslenkrad macht mit den Carbon-Zierelementen einen recht sportlichen Eindruck. Die Kohlefaser-Applikationen ziehen sich durch das ganze Interieur. Hierdurch gelingt dem Mazda der Spagat zwischen Sportlichkeit und Nutzfaktor. Das Multimedia-System erweist sich im Vergleich zu anderen Herstellern als äußerst übersichtlich. Statt fummeliger Touch-Bedienung setzt man hier auf einen einfachen Drehknopf. Kommen wir nun zu Punkt 3, dem Platzangebot. Wenn ich mit einer kleinen Familie verreisen möchte, hätte ich dann genug Platz im Mazda 2? Vom Platz her sieht das schon ganz gut aus. Aber jetzt ist die Frage, hätte ich im Fond noch Platz? Also den Koffer müsste man natürlich noch befestigen, aber mein Platzangebot hier ist ausreichend auch für eine längere Fahrt. Die Exclusive Line Ausstattungsvariante unseres Testwagens bietet serienmäßig abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben. Kommen wir zum Punkt 4, der Sparsamkeit. Wir verbrauchen gerade 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Ich habe es geschafft, 5,2 Liter Verbrauch zu schaffen. Allerdings kommt das immer noch nicht an die Werksangabe von 3,4 Liter ran. Mittlerweile hat man sich an abweichende höhere Verbräuche in der Praxis gewöhnt. Kommen wir zum letzten Punkt, dem Punkt 5, der flotte Motor. Der Mazda 2 braucht sich mit seinen 77 kW definitiv nicht zu verstecken. Allerdings fehlt mir zwischenzeitlich gerade bei diesen kurvigen Straßen die Beschleunigung, die einen ein bisschen nach hinten drückt. So, kommen wir nun zum Fazit. Erstens, der Wohlfühlfaktor, den hat der Mazda 2 auf jeden Fall für mich erfüllt, denn ich habe genug Platz und fühle mich wohl. Punkt 2, die Übersichtlichkeit. Dank der Parksensoren, die hier allerdings nicht zur Serienausstattung gehören, hat das ganz gut geklappt und dafür kriegt er von mir auch einen Haken. Drittens, das Raumangebot. Mit den Koffern hat das alles super funktioniert, deswegen kann ich nur sagen, Aufgabe erfüllt. Mein Punkt 4 war die Sparsamkeit. Dank des Dieselmotors im Mazda 2 hat er hier gut abgeschnitten. Und mein letztes Kriterium war der flotte Motor. Natürlich ist das jetzt kein Sportwagen und mir ist der Verbrauch im Alltag auch einfach wichtiger als eine hohe Motorisierung. Deswegen kann ich den Wagen so nur empfehlen und er bekommt hier auch einen Haken. So, fassen wir also zusammen. Der Mazda 2 ist für mich auf jeden Fall ein gutes Alltagsfahrzeug. Er erfüllt nicht nur alle Kriterien, sondern sieht auch noch schön aus. An einem solchen Lenkrad kurbelten schon Heerscharen von Handwerkern. Es gehört zur ersten Generation des VW-Bus, der sogenannten Baureihe T1. Testfahrer Christoph Bauer steuert eines von über 1,8 Millionen gebauten Exemplaren. Der VW-Bus war das richtige Auto zur richtigen Zeit. 1947. Der Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Deutschlands läuft auf Hochtouren. Aber es gibt ein gravierendes Problem. Den Handwerkern fehlt ein adäquater Kleintransporter, um ihr Werkzeug und ihr Material von A nach B zu transportieren. Und auch im weitgehend zerstörten VW-Werk in Wolfsburg wird fleißig über eine Lösung nachgedacht. Schwere Lasten transportieren die VW-Arbeiter damals auf dem selbstgebauten Plattenwagen, einer Kombination aus Käferfahrgestell und Motor samt gezimmerter Pritsche. Inspiriert vom Plattenwagen skizziert der Niederländer Ben Pon die Grundzüge des späteren VW-Bus. Technisch soll der Transporter auf dem noch jungen Käfer, dem einzigen damals produzierten Volkswagen, basieren. Im Herbst 1948 gibt VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff grünes Licht für den Bau eines Kleintransporters. 750 Kilogramm Zuladung soll er schultern und auf dem zuverlässigen und robusten VW Käfer aufbauen. Aber ganz so einfach und kostengünstig geht es dann doch nicht. Denn wie sich herausstellt, zerbröselt das Käfer-Chassis bei voller Beladung auf den schlichten Straßen von damals.
Den über 1,5 Tonnen eines vollbeladenen Transporters ist das Plattformchassis des Käfers nicht gewachsen. Die Volkswagen-Ingenieure spendieren dem Bus ein neues Fahrgestell mit selbsttragender Karosserie. Achsen, Motor und zahlreiche Anbauteile werden vom Käfer übernommen. Anfang 1950 fehlt nur noch der passende Name. Heute kennt ja jeder den VW-Bus unter dem Namen Bulli, eine Zusammensetzung aus den Wörtern Bus und Lieferwagen. Offiziell darf er allerdings nie so heißen, denn der Name ist schon damals gesetzlich geschützt. Und auch andere kreative Vorschläge wie zum Beispiel Felix, Juwel, Mulix oder Triumphator werden vom Patentamt Gott sei Dank abgeschmettert. Und so erblickt der VW-Bus das Licht der Welt unter dem einfachen Kürzel Typ 2. Aber den Fans ist das natürlich vollkommen wurscht. Für sie ist und bleibt er der Bulli. Und der Bulli entpuppt sich als Volltreffer und startet einen weltweiten Siegeszug. Schon 1954 läuft das 100.000. Exemplar vom Band. Zum schlichten Transporter gesellen sich der voll verglaste Samba-Bus und der praktische Pritschenwagen. Der Bulli, ein Alleskönner mit hohem Sympathiefaktor. Mal ehrlich, das ist doch das freundlichste und sympathischste Gesicht der Automobilgeschichte, oder? Wenn man damit unterwegs ist, mit diesen lustigen Glubschaugen, da fliegen einem die Herzen nur so zu. Und um ein Haar hätte er ganz anders ausgesehen, der Bulli. Denn mit Ecken und Kanten, da wäre die Produktion sehr viel günstiger gewesen. Aber im Windkanal zeigte sich dann, dass die runden Formen für einen sehr viel geringeren Luftwiderstand sorgen. Insofern kann man sagen, der Bulli ist wirklich ein Pionier der Aerodynamik. Geteilte Frontscheibe, V-förmig zulaufende Sicken und ein riesiges VW-Emblem. Die erste Bulli-Generation hat ein Charaktergesicht. Seine große Bodenfreiheit und die praktische Ladefläche mit optionaler Plane machen den T1-Pritschenwagen zum idealen Baustellenfahrzeug. Die 1958 eingeführte Variante mit Doppelkabine bietet Platz für 6 Arbeiter samt Werkzeug, was den Motor an seine Grenzen treibt. Und da sitzt der legendäre Boxermotor aus dem Käfer. 1,1 Liter, 25 PS. Da kommt man bei einem Gesamtgewicht von über 1,5 Tonnen natürlich ganz schön ins Schnaufen. Insofern hat man ihm auch eine kürzere Übersetzung spendiert. Da macht er zwar nur noch 80 km/h Spitze, aber er schleppt zuverlässig, wie sich das für einen Lastenesel gehört. Unserer hier, der ist schon mit einem 1,2 Liter Motor ausgestattet, mit sage und schreibe 34 PS. Heute muss der tapfere T1-Bus aber nur noch selten ackern. Ohne schwere Lasten auf dem Buckel fährt das Arbeitstier durchaus spritzig. Obwohl die Höchstgeschwindigkeit nur 95 Stundenkilometer beträgt und das teilsynchronisierte Getriebe den Fahrspaß etwas trübt. Seinen großen Erfolg verdankt der VW-Bus wohl vor allen Dingen seiner unglaublichen Vielfältigkeit. Die Aufbauvariante, mit der wir hier unterwegs sind, nennt sich Pritschenwagen mit Doppelkabine oder wie die Fans sagen, Doka. Und die Doka muss damals wohl der Liebling aller Maurermeister gewesen sein. Denn aufgrund der hohen Ladekante ist sie unglaublich geländegängig und man kann ganz lässig in die Baugrube reinfahren und auch wieder raus. Wie alle anderen Modellvarianten verkauft sich der Pritschenwagen mit Doppelkabine blendend. Schon 1958 verlegt Volkswagen die Produktion von Wolfsburg ins speziell für den Nutzfahrzeugbau gegründete Werk in Hannover. 3 Jahre später läuft dort der 1-millionste Bulli vom Band. Der VW-Bus ist ja wirklich ein Multitalent par excellence. Er ist Lastenesel, er ist rollendes Zuhause, Krankenwagen, Lifestyle-Mobil. Also es gibt nichts, was er nicht kann. Und dank aerodynamisch optimierter Karosserie und ausgeklügeltem Leichtbau lässt er die Konkurrenz von damals wirklich alt aussehen. Ein echter Technologievorreiter und treibende Kraft des deutschen Wirtschaftswunders. Der gute alte Bulli, definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Damals wie heute ist ein Pritschenwagen die günstigste Art, einen Bulli der ersten Generation zu fahren. T1-Busse sind heute begehrte Sammlerobjekte und die Preise haben in den letzten Jahren stark angezogen.